Sie kommen, um zu löschen. Im Eiltempo retten sie Tiere und Menschen, wenn es lebensgefährlich wird. Die Männer der Berufsfeuerwehr Leipzig, Feuerwache West. 18 Männer sind hier in jeder 24-Stunden-Schicht im Einsatz. Immer mittendrin der 39-jährige Brandmeister Jerome Jentsch. Der erste Einsatz an diesem Tag lässt nicht lange auf sich warten. Und zwar fahren wir jetzt zur Katze auf Baum im Hinterhof. Ja, wir wissen selber noch nicht, was ist. Wir gucken jetzt mal hin und ja, mal sehen, was wir machen, wie wir sie runterkriegen. Der Notruf kam von einem Anwohner, der sich Sorgen macht. Und das zu Recht. Denn die Katze hängt in ungefähr 15 Meter Höhe auf dem Baumgipfel fest. Ich wohne hier gegenüber und bin über den Hof in mein Haus gegangen und habe sie kläglich miauen gehört. Und das ist doch herzerweichend, oder? Und dann hat sie nach einer halben Stunde immer noch so kläglich miaut. Und der Baum ist ja so wackelig, so elastisch. Und das ist ja gefährlich. Und da habe ich erstmal die Feuerwehr gefragt, ja, ist das ein Fall für Sie? Ja. Und da haben sie hin und her überlegt, da gesagt, na gut, ich schicke mal jemanden vorbei. Da in der oben liegenden Wohnung niemand zu Hause ist, muss Jerome von außen über die Leiter auf den Balkon klettern. Vor den Augen der verständlich angespannten Katzenmama bereiten die Männer der Feuerwehr die Rettung vor. Es ist nicht ungefährlich, denn mit dem sogenannten Einreißhaken versucht Jerome, die Katze zu sich zu ziehen. Sollte der Haken abrutschen, schnellt der Baum nach hinten. Ganz vorsichtig, dann hat er sie. Aber die Katze krallt sich fest. Es besteht immer noch höchste Gefahr, dass das Tier runterfällt. Dann ist es geschafft. Die Katze ist sicher und wird in einem Bettbezug zur Besitzerin gebracht. Die Katzenmama ist happy und natürlich entstehen der Frau keine Kosten. Leben retten ist schließlich der Auftrag der Feuerwehr. Okay. Alles gut. Danke schön. Vielen Dank. Dafür sind wir da. Ich habe Stress. Also ich sag dazu, Katze gerettet. War eine gute Teamarbeit, haben wir gut hingekriegt. Und naja, was soll ich sagen, die hat sich ziemlich festgehalten, aber die rettende Terrasse war oder der rettende Balkon war ja doch dann lieber als die Tanne. Abfahrt. Jetzt sollte es eigentlich zu einem Übungseinsatz gehen, als es plötzlich hektisch wird. Es ist reiner Zufall, dass die Männer hier vor Ort sind. Plötzlich kamen hier ein paar Passanten an und haben gesagt, hier liegt ein Mann, der plötzlich bewusstlos zusammengebrochen ist. Die Feuerwehrmänner sind als First Responder ausgebildet. Das heißt, sie können den Mann so lange stabilisieren, bis der Rettungswagen eintrifft. Atmen tut er, ja. Atmen ist da. Für das Opfer ein Glücksfall, dass die Feuerwehr gerade vorbeikam. Denn so konnte ihm extrem schnell geholfen werden. Okay. Stückchen hoch noch. Helfen ist auch das Stichwort in der Mittagspause. Traditionell gibt es auf einer Feuerwache selten eine Kantine und deshalb muss jeder in der 24-Stunden-Schicht mal ran und mithelfen. Also um die Versorgung kümmern wir uns selber. Das heißt, jeder kocht einmal im Dienst oder halt einmal öfters. Und ja, da wird mal gefragt, was wir so essen wollen. Und dann wird der Speiseplan danach erstellt. Und jeder packt natürlich in der Küche mit an. Heute bin ich mit dran und der Tim. Wenn Alarm ist, je nachdem, wer rausfahren muss, dann müssen wir das halt unterbrechen und dann geht es danach weiter. Oder andere Kollegen übernehmen das schnell noch. Und genau das passiert. Der nächste Einsatz mit Blaulicht steht an. So, jetzt fahren wir zu einem Verkehrsunfall, wo wir auslaufende Betriebsstoffe binden müssen, ja, damit sie nicht weiter die Umwelt belasten. Die Aufgaben der Feuerwehr sind vielseitig. Während die Kollegen vom Rettungsdienst eine verletzte Fahrerin versorgen, kümmern sich die Männer der Feuerwache West um ausgelaufenes Öl und Benzin. Jerome ist derweil mit dem Unfallwagen beschäftigt. Guck mal hinten rein. Meine Batterie suche ich vom Fahrzeug. Entweder ist sie vorne drin oder hinten. Hier ist er. Damit sich eventuell keine Kurzschlüsse bilden und ein Brand entstehen könnte. Also. Abfahrt. Der Einsatz ist gut gelaufen. Jerome kehrt zur Wache zurück. Und endlich gibt es das verdiente Mittagessen. 24 Stunden sind die Männer zusammen, schlafen sogar hier. Am Nachmittag hat Jerome einen wichtigen Termin. Also wir müssen jetzt auf die Artenschutzkriegstrecke. Das heißt, wir machen eine Belastungsübung, wie das jeder Feuerwehrmann einmal im Jahr machen muss. Und dafür werden wir jetzt ausgerüstet mit einem Pulsgurt. Das heißt, dann gehen wir aufs Laufband, auf die Endlosleiter und auf das Belastungsergometer-Fahrrad.
Nur wer hier die Prüfung besteht, darf im Dienst mit dem Atemschutzgerät arbeiten. Der Test ist hart und verlangt körperlich alles von Jerome und seinen Kollegen. Und während die durch den Griechgang müssen, sind die Kollegen von Jerome schon zum nächsten Einsatz. Eine Türöffnung steht an, ein Mann wird vermisst. Seine Arbeitskollegen haben aus Sorge die Feuerwehr gerufen. Der Kollege hat 3 Wochen jetzt Urlaub gehabt, hätte heute wieder seinen Dienst antreten müssen und ist leider auf Arbeit eben abwesend gewesen. Und da haben wir sofort einen Kollegen vorbeigeschickt, weil er ans Handy nicht reagiert. Also das Handy ist lautlos geschalten. Und ja, und so sind wir ja hergekommen und haben dort sofort einen Rettungsdienst gerufen. Der Mann könnte lebensgefährlich verletzt in der Wohnung liegen. Deswegen wird ohne Zögern die Tür aufgebrochen. Der ausströmende Geruch ist beißend. Die Profis reiben sich die Nase mit Desinfektionsmittel ein. Das soll vom Geruch ablenken. Eine Messi-Wohnung. Hinter der vermüllten Tür liegt der Mann. Ja, Patient ist im Bad auf Toilette. Momentan Zustand über Ansprechbarkeit nicht gegeben. Wir vermuten, dass der Patient verstorben ist. Die Feuerwehr konnte die Badezimmertür aufbrechen und so der Notärztin, die den Tod feststellen muss, den Weg freimachen. Seit etwa 1 bis 2 Wochen liegt der Mann da, ein tragisches Schicksal. Aber auch damit müssen die Feuerwehrmänner umgehen. Ja, was denkt man? Das ist eine Großstadt und da gehört sowas mit dazu. Und wie gesagt, jetzt haben wir die Einsatzstelle der Polizei übergeben. Die führen ihre Maßnahmen durch, damit die Person identifiziert werden kann. Und dann werden die weiteren Maßnahmen machen, dass die Wohnung dementsprechend mit der Leiche beräumt wird. Ja. Für die Kollegen ist der Einsatz zu Ende. Und auch Jeromes Prüfung nähert sich dem Finale. Nach 1 Stunde Dauertest. Jetzt atmen wir erstmal durch. Ansonsten ist alles in Ordnung. Hat alles geklappt. War gute Zusammenarbeit im verstärkten Trupp. Wir sind alle gut durchgekommen, haben uns alle unterstützt. Und ich denke, das ist die Hauptsache. Und wir haben unsere Zeit eingehalten und noch genügend Reserveluft für den Schluss. Test bestanden. Jerome bekommt sein Ergebnis schwarz auf weiß. Damit darf er nun ein weiteres Jahr ganz vorne im Feuer um das Leben seiner Mitmenschen kämpfen.